Hallo ihr Lieben da draußen und schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei einem neuen Video von mir. Bevor es natürlich losgeht, wie gehabt, erstmal das Intro. Sagt, die schönsten Fotospots hier in Cuxhaven möchte ich euch gerne mal zeigen. Der eine oder andere vielleicht war schon mal von euch hier oben an der Elbe, an der Nordsee, hier in Cuxhaven, an der schönsten Stadt der Welt. Das will ich jetzt natürlich nicht so behaupten, aber es gibt hier auf jeden Fall in Cuxhaven wunderschöne Fotospots, wo man echt gute Momente mit der Kamera festhalten kann. Ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich an mit dem allerersten Fotospot. Ja, der erste Fotospot ist die gute alte Kugelbake hier in Cuxhaven. Die Kugelbake ist natürlich auch das Wahrzeichen aus Cuxhaven, von Cuxhaven. Und ich muss sagen, mit der Kugelbake kann man wirklich schön viele Momente festhalten mit der Kamera. Den Sonnenaufgang kann man auf jeden Fall wunderbar fotografieren, wenn natürlich die Lichtverhältnisse und das Wetter mitspielt. Ansonsten in Grau, Schwarz-Weiß. Hat das vielleicht auch ein bisschen was, so einen kleinen Reiz, aber ich muss sagen, in Farbe hat das natürlich mit diesen ganzen Rottönen weitaus einen besseren Effekt auf den Menschen, weil dann hast du ja diese kalten Farben von dem Wasser, so einen kalt-warm Kontrast halt mit dem Himmel, wenn das alles schön rötlich brennt und so, diesen kalt-warm Kontrast, was auch ein menschlich wirken tut, so fröhlicher halt, anstatt wenn du jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto anguckst, von wegen, ja, traurig, so nach dem Motto. Der Fotospot Nummer 2 ist natürlich auch ein sehr, sehr breites, langes Umfeld an Landschaftsfotografie, würde ich jetzt mal sagen. Es ist das Wattenmeer hier bei uns in Cuxhaven. Warum das Wattenmeer? Das kann ich dir ganz einfach erklären. Das Wattenmeer hat wirklich viel, viel zu bieten. Die Vögel im Watt, die Muscheln, den Strand, jegliche natürliche Ereignisse, die du hast. Das Watt verändert sich jedes Mal nach Ebbe und Flut. Du hast da Strukturen, du hast da Gräser. Also alles das, was natürlich ist, kannst du im Watt fotografieren. Auch mit dem passenden Licht natürlich. Kann ich nur empfehlen, es macht wirklich Spaß dann im Watt auszuprobieren mit der Kamera, sich bewegen und dann gucken, wie baue ich jetzt das Bild auf mit der Muschel. Will ich die Muschel jetzt scharf haben? Möchte ich den Vordergrund scharf haben? Möchte ich den Hintergrund scharf haben? Möchte ich dieses Objekt oder dieses Teil, was da jetzt gerade im Watt nur liegt oder steht oder keine Ahnung was, mit einem passenden Licht fotografieren, mit einem Sonnenaufgang, mit einem Sonnenuntergang, mit allem. Das hat auch so eine gewisse Reize, wo ich sagen muss, das Wattenmeer ist auf jeden Fall auch eine gute Chance, sich reinzuarbeiten in eine Fotografie und zu testen. Das kann ich jetzt auf meiner Kamera festhalten. Das habe ich gemacht und dann habe ich es natürlich auch im Kasten. Der Fotospot Nummer 3 ist die gute alte Liebe, the old love, ja, die alte Liebe. Was ist die alte Liebe? Es ist eigentlich, ja, ein Steg, sage ich jetzt mal, ein Steg, wo du raufgehen kannst. Du kannst da spazieren gehen in Ruhe, du kannst dich da hinsetzen. Du hast einmal unten und oben eine Etage, wo du wunderbar Schiffe gucken kannst. Schiffe gucken, fotografieren, du kannst einen Sonnenaufgang da wunderbar erleben. Sonnenuntergang, den kannst du von da aus nicht erleben. Also das ist hinter dir dann jetzt und vor dir ist dann das Wasser. Schleswig-Holstein ist da hinten dann auch alles gut zu erkennen bei wunderbestem Wetter. Und da kann man echt klasse Aufnahmen machen mit einem schönen Objektiv, mit der Kamera etc., mit einem Filter, um einen Sonnenaufgang zu fotografieren. Mit den ganzen Schiffen, die ganzen Krabbenkutter, die Containerschiffe, die hier vorbeifahren, Richtung Hamburg rauf und wieder zurück alles. Also ich muss sagen, es lohnt sich wirklich da, sich mal ein bisschen
hinzustellen mit der Kamera, einfach mal die Seele baumeln lassen, auszuruhen, abzuschalten von jeglicher Arbeit, die man am Tag hat und den ganzen Stress. Und es lohnt sich, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Wenn dir da draußen mein Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen über einen freshen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne ein Abo da lassen, darüber würde ich mich auch freuen. Und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann auf einen nächsten Cooks-Samstag wieder. Und bis dahin sage ich, euer Marcel Cuxhaven fotografiert. Bis zum nächsten Mal.